Hallo ihr Lieben, hier ist die Michaela. Ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch gerne zeigen möchte, wie ich die Sternspitze, und zwar die kleine Sternspitze, stricke. Ich habe hier mal eine fertige Socke und mal gucken, ob wir das so sehen. Die kleine Sternspitze ist also relativ kurz. Wie klein sagt, gibt es dann auch groß, dann ist sie entsprechend länger. Ich habe mich aber für die kleine entschieden und die wird dann eben in Runden, werden Maschen zusammengestrickt. Und da wir immer in Runden gleichmäßig verteilt abnehmen, bekommt die auch so eine schöne Rundung. Bisher habe ich in meinen Videos halt immer die Bandspitze gezeigt, die dann eben ja etwas so mehr zuläuft. Fällt mir jetzt gerade wieder der Begriff nicht ein. Ja, ist so. Wer die Bandspitze noch einmal sehen möchte und auch den Unterschied zwischen Bandspitze und dieser Sternspitze, der schaut bitte mal in mein Video, wo ich eben die Bandspitze erkläre. Ich verlinke das unter diesem Video auch noch mal. Da zeige ich nämlich die beiden nebeneinander und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch noch mal reinschaut. So, jetzt aber zu der kleinen Sternspitze. Wie gesagt, die kleine. Zur Wolle habe ich schon erklärt in meinen Videos Sabbeln rund um Wolle und Co. Die erste und die zweite. Da habe ich, bin ich da näher drauf eingegangen. Ich möchte das jetzt hier nicht tun, sonst geht das wieder das Gesabbel rund um Werbung los. Lassen wir mal. Wir wollen uns hier auf die Sternspitze konzentrieren. So, in der Regel habe ich für meine Socken 60 Maschen gleichmäßig verteilt auf den Nadeln. Das heißt, auf jeder der vier Nadeln 15 Maschen. Dann kann ich sofort mit der Sternspitze beginnen. Und jetzt erzähle ich hier etwas Besonderes, denn insofern etwas Besonderes, ja, dass mir wie so ein kleiner Fehler, Lapsus unterwegs passiert ist beim Stricken, wo ich dann aber gedacht habe, ach, es hat ja auch immer alles einen Vorteil, gebe ich ja ehrlich zu. Also ich habe hier auf den Socken nämlich nicht 60, sondern 62 Maschen. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum mir das passiert ist. Ich habe es gemerkt bei der ersten Socke, als ich bei der Bumerang-Ferse ankam. Da ging dann plötzlich meine Maschenzahl nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da hätte ich nun zurückribbeln können. Nun habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt mal nicht. Auch, weil ich eine Strickbekannte habe, die mir gerne mal erzählt, dass es ja auch etwas breitere Füße gibt und dass da eben so ganz schmale Socken, selbst wenn es dann die Größe ist und dafür vorgesehen ist, doch immer ein bisschen eng ist. Und ja, no, kenne ich. Also wir haben alle verschiedene Füße, Beine und, und. Also wird sich auch für dieses Paar noch dazu, es ist ein Spendensocke, auch darüber erzähle ich in meinem Sabbel-Videos mehr, wird sich also auch für dieses Pärchen dann ein entsprechender Fuß, so hoffe ich zumindest, na, ich glaube schon, ich denke wirklich, dass sich da ein passender Fuß finden wird. Und jetzt komme ich auf den Punkt, weshalb es dann ja auch wieder von Vorteil ist und ich mir überlegt habe, nee, das lasse ich jetzt nicht nur einmal wegen der Größe so, sondern auch, weil ich dann tatsächlich schon gleich zeigen kann, es gibt ja auch Strickerinnen, Stricker, die zum Beispiel 64 Maschen auf der Nadel haben oder eine andere Maschenanzahl. Dann ist es in der ersten Runde tatsächlich erforderlich, dass wir zunächst einmal Maschen derart abnehmen, dass wir dann auf die Anzahl von 60 Maschen kommen, weil wir dann nämlich gleichmäßig verteilt die Abnahmen arbeiten können.
Dazu komme ich gleich. Jetzt stricke ich also erstmal, ich stricke ja hier nur glatt rechts, das könnt ihr sicherlich schon sehen, also die rechten Maschen. Das ist nur mein Rundenzähler, damit ich nicht immer darauf achten muss, wo ist die Runde zu Ende. Der Faden symbolisiert es mir auch, aber ich hänge mir immer einen Rundenzähler ein, dann weiß ich gleich, ich bin da an der Runde. Außerdem zählt er immer meine Runden mit. Jetzt ist das auch noch hilfreich, muss nicht mehr, aber es ist immer hilfreich für mich. So, also rechte Maschen stricken, das heißt ja immer, ich sage es nochmal, auch für die, falls sie anfangen, aber wer hier eine Socke so weit gestrickt hat, der weiß, was Rechtsstricken ist. Da bin ich ja ganz fest von überzeugt. Und jetzt stricke ich mal an der ersten Nadel und an der dritten Nadel jeweils die letzten beiden Maschen rechts zusammen. Also wenn es darum geht, dass so wie ich jetzt zwei Maschen über 60 mehr sind oder dann vier, es ist ganz egal, wo ihr diese Maschenzahl abkettet. Ein bisschen gleichmäßig rundum im Gestrick, also dass wir nicht zwei gleich hintereinander haben, das würde ein bisschen auffallen. Aber wenn wir die jetzt hier drin verteilen, fällt das ja gar nicht auf, sondern gibt ein harmonisches Bild. Das hat man ja eben auch an der fertigen Socke schon gesehen. Ja, das war jetzt meine zweite Nadel. Und an der dritten Nadel stricke ich jetzt auch noch mal die beiden letzten Maschen zusammen. Und da zeige ich dann noch mal etwas langsamer, wie das Rechtszusammenstricken funktioniert. Halt, wie gesagt, besonders für die Anfänger, die das doch nicht so ganz geläufig ist, möchte ich das noch mal zeigen. Zwei Maschen rechts zusammen. Wir stricken ja auch rechte Maschen von links nach rechts ein und holen den Faden. Und so machen wir das genauso bei zwei Maschen. Wir gehen also durch beide Maschen, die vorne sind, holen den Faden und stricken sie als eine Masche gemeinsam ab. Hier sieht man eine Masche, daneben die zweite, hier wie sie überzogen zusammenliegen und nur noch eine sind. Und das ist schon alles, was man eben für diese Spitze können muss. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und dann natürlich nach dem bestimmten Prinzip. Und das erläutere ich dann jetzt gleich weiter. So, nun beginne ich also regulär mit meiner Abnahme für die Sternchenspitze. Und da nehme ich dann in der ersten Runde jede fünfte und sechste Masche rechts zusammen. Also die erste stricken, zweite stricken. Dritte stricken, vierte stricken, fünfte und sechste gemeinsam zusammen rechts abstricken. Erste Masche, zweite Masche, dritte Masche, vierte Masche, fünfte und sechste zusammen rechts zusammenstricken. Erste Masche, zweite Masche, dritte Masche. Vierte Masche, fünfte und sechste rechts zusammenstricken. Erste Masche, zweite Masche, dritte Masche, vierte Masche, fünfte und sechste rechts zusammenstricken. Erste, zweite, dritte, vierte. Fünfte und sechste wieder zusammenstricken. Ja, das wiederholen wir jetzt bis zum Rundenende. Immer dasselbe Prinzip. Vier Stricken, fünfte und sechste zusammenstricken. Das waren drei.
noch die vierte stricken, fünfte und sechste zusammenstricken. Ja, und so wiederholen wir dann das bis zum Rundenende, beziehungsweise dort, wo die Runde beginnt. Und jetzt lege ich das Strickzeug schon mal aus der Hand und erzähle euch ganz einfach mal eben das Prinzip. Also, die erste Runde war abnehmen. Jede fünfte und sechste zusammenstricken. Wir haben immer vier gestrickt, fünfte und sechste zusammen. Dann stricken wir die zweite bis fünfte Runde, also Runde 2, 3, 4 und 5, vier Runden, stricken wir alle Maschen rechts rum. In der sechsten Runde wird jede vierte und fünfte Masche zusammengestrickt. Das heißt, wir stricken 1, 2, 3 Maschen und stricken die vierte und fünfte zusammen. In der sechsten Runde einmal immer wiederholen, komplett rund um die Runde rum. Dann stricken wir die siebte, die achte und neunte Runde, also insgesamt drei Runden, glatt rechts, alle Maschen rechts. In der zehnten Runde nehmen wir wieder ab. Und zwar werden wir jede dritte und vierte Masche rechts zusammenstricken. Das heißt wieder die 1 und die 2. Masche stricken, die 3. und 4. zusammenstricken. Die ganze 10. Runde. Dann kommen 2 Runden, die gestrickt werden, ohne dass wir abnehmen. Also alle Maschen in der 11. und 12. Runde rechts stricken. Dann kommt in der 13. Runde noch einmal eine Abnahmerunde. Und zwar stricken wir da jede 2. und 3. Masche zusammen. Also eine stricken, die zweite, dritte zusammen. Eine stricken, zweite und dritte zusammen. Dann stricken wir eine Runde, nämlich die 14. Runde, alle Maschen rechts. Und in der nächsten Runde stricken wir immer 2 Maschen rechts zusammen. Also eine Masche, 2 Maschen rechts, ne? 2 Maschen zusammen, wieder 2 zusammen, wieder 2 zusammen. Also immer, ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht gerade irreführend ausgedrückt habe, war nicht meine Absicht. Also am runden Anfang ist hier und immer schon 2 Maschen zusammen, die nächsten 2 zusammen, wieder 2 zusammen. So lange, bis wir dann eben nur noch 10 Maschen auf den Nadeln haben und die ziehen wir dann mit dem Faden zusammen. Den Faden zweimal ziehe ich durch die Masche, das ist so meine Angewohnheit, das ist mir etwas sicherer und auf der linken Seite gut vernähen. Wer dazu noch einmal als Beginner, Starter etwas wissen möchte, wieder gerne in dieses Video mit der Bandspitze, da habe ich das alles genau erläutert. Und das ist bei jeder Socke dann tatsächlich gleich. So, und jetzt habe ich natürlich erzählt, wie diese kleine Sternchenspitze zu stricken ist. Und dann werden sich vielleicht einige fragen. Und ja, vielleicht hätte ich das jetzt zu Anfang erzählen sollen. Nun komme ich aber erst zum Ende dazu. Wann weiß ich denn, wann ich die Spitze beginnen möchte? Also, ich habe ja jetzt nach diesem Sockenrezept, und nun hoffe ich wirklich, dass alle sich dieses Video erst einmal vollkommen angucken. So mache ich es eben immer. Ich schaue mir ein Video immer komplett erst einmal an. Und dann starte ich neu und beginne strickenderweise Schritt für Schritt. Ist meine Empfehlung. Schreibe ich auch noch mal mit in die Infobox, vielleicht deutlich. Ich mache mal. ja, denn ich habe euch eben diese Anleitung für die Abnahmen, die Runden, als Anleitung erzählt.
Ihr habt das jetzt nicht schriftlich, aber ihr habt es als Erzählung. Und manche schreiben sich das ja dann auch auf. Also ihr wisst, wir haben dann eben 16 Runden. Jetzt kann ich an meinem Gestrick, ich hole mir mal eben, weil gerade nicht gut vorbereitet, ein Zentimetermaß. Ja, ich habe es ja ziemlich griffbereit, alles hier bei mir. So, dann 16 Runden wird unsere Spitze. Ne? Dieses, wo wir abgenommen haben. Dann nehme ich also schon mal mein glatt rechts gestrickt, bin ich das ein bisschen höher, und lege mein Zentimetermaß an und zähle mir 16 Runden. Das kann man ja in diesem Gestrick immer gut erkennen, die Maschen. Und ob ich so zähle oder so, spielt ja gar keine Rolle. Ich sehe dann, 16 Runden sind wie viel Zentimeter? Und diese Zentimeter, die diese 16 Runden für die Spitze hier noch dran geben, die Zentimeterzahl ziehe ich von meiner Gesamtfußlänge ab. Ich habe ja meine Tabelle in der Regel, wo ich weiß, wie die Gesamtfußlänge für die Größe ist. Also, die Gesamtfußlänge. In der Größe, wie ich sie jetzt hier habe, also ich lege mir das immer nur ganz locker auf, sind hier 25 Zentimeter. Ne? Und jetzt weiß ich, die 16 Reihen geben zum Beispiel, habe ich hier in meinem Gestrick gezählt, 4 Zentimeter. Dann rechne ich also 25 minus, minus die 4 sind die 21 Zentimeter und gucke eben, dass ich so lange stricke, hinten von der Ferse her die 21 Zentimeter, bis ich eben dann die Sternspitze beginnen kann. Und so könnt ihr diese Sternspitze, obwohl ihr da das nicht in eurer Sockentabelle habt, an jede Socke dran stricken. Wird dann immer passen. Ich möchte nur noch mal erwähnen, wie zu Anfang gesagt, es ist die kleine Sternspitze. Es gibt natürlich immer noch andere Varianten und auch darüber mehrere Varianten. Dieses auch hier ist wieder meine Variante. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit ein wenig Freude habt und wenn ihr danach eure Socken mit der Sternspitze stricken könnt. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald, sagt eure Michaele. Tschüss.